Einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen zu Ideas Daily TV. Ja, der deutsche Leitindex, der hat gestern erstmals in dieser Woche im Plus geschlossen. Der Start, der war zwar noch etwas holprig, dann hat der DAX allerdings angezogen und hielt sich auch den ganzen Tag über in der Gewinnzone. Am Ende lag er dann bei 12.289 Punkten, ein Plus von rund 0,4%. Soweit so schön, wie es jetzt heute am letzten Handelstag weitergehen könnte, das weiß Franziska Schimke in Frankfurt. Franzi, wie sind die Vorgaben für den DAX? Einen schönen guten Morgen. Ja, der deutsche Leitindex gestern zwar im positiven Terrain unterwegs nach drei verlustreichen Handelstagen in Folge zuvor, aber die 12.300-Punkte-Marke, die haben wir nicht so richtig geknackt. Das dürfte dann heute nochmal ein Versuch wert sein. Das heißt, wir rechnen damit, dass wir einen Tick freundlicher hier in den Handel starten. Auf Wochensicht gesehen wird es aber trotzdem wohl ein kräftiges Minus von, ja, 150 Punkten für den deutschen Leitindex werden, wenn es denn sich nicht mehr ganz so viel bewegt. Wirft man einen Blick auf die Vorgaben, sehen wir rote Vorzeichen beim Dow Jones. 0,3% ging es letztlich nach unten. Zu viele Unsicherheitsfaktoren sind aktuell im Markt. Wir haben das mögliche Amtsenthebungsverfahren für den US-Präsidenten. Aber das Thema Handelsstreit, vor allen Dingen jetzt auch wieder mit Blick auf Huawei, ist längst nicht vom Tisch. Und diese Aussagen von Donald Trump, dass es schneller gehen könnte als erwartet, naja, das haben wir schon öfters gehört. Von daher die Verlässlichkeit solcher Aussagen, die wird aktuell eben etwas in Frage gestellt. Und passend dazu dann auch negative Vorzeichen von Seiten der asiatischen Märkte. Nikkei und Hang Seng im negativen Bereich unterwegs. Der Nikkei über 1%. Beim Shanghai Composite, da ist man hauchdünn im positiven Bereich. Dankeschön, Franziska, für den Überblick. Ja, wird nochmal ein spannender letzter Handelstag für diese Woche. Spannend ist auch unsere Marktidee. Das ist heute die Aktie von Nike. Nike hat ja diese Woche sehr überzeugende Quartalszahlen vorgelegt. Vor allem in China wächst der Sportartikelhersteller kräftig. Das kommt bei den Anlegern natürlich sehr gut an. Die Aktie, die brach am Mittwoch auf ein neues Rekordhoch aus und somit bleibt auch das kurzfristige Chartbild erstmal sehr bullisch. Die nächsten Ziele, die stehen bereits fest. Wo die genau sich befinden, lesen Sie in einer ausführlichen Chartanalyse, natürlich wie immer zu finden unter ideas-daily.de. Schauen Sie einfach mal rein. Und ansonsten bleibt es mir nur noch, Ihnen einen schönen und erfolgreichen Handelstag zu wünschen. Anschließend ein schönes, entspanntes Wochenende und dann sehen wir uns am Montag wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin.